Passeo. Planet Explorers und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Diesmal kein Let's Play, sondern ein Let's Test. Und zwar von dem Early Access Game auf Steam namens Planet Explorers. Finde ich, hat meine Aufmerksamkeit bei Steam irgendwie erregt, weil wirklich wunderschöne Videos, cool gemacht und so, ja. Wollte ich mir angucken, habe ich dann auch gemacht und ich bin der Meinung, es macht sich durchaus. Ich würde gerne Let's Play machen irgendwann mal, wenn es mir dann immer noch gefällt. Punkt ist, in der Early Access macht es wenig Sinn, einen Let's Play drüber zu machen. Darum gibt es ein kleines Let's Test, wo ich euch wird in mehreren Folgen erscheinen, immer mal wieder, nicht regelmäßig oder so, aber da zeige ich euch mal die ganzen Funktionen des Spiels, ja, sobald ich mich das einfach mal durchgefriemelt habe. Ich zeige euch erstmal, was ich bis jetzt so rausgefunden habe. Und zwar gehen wir dafür in den Story-Modus. Genau, im Story-Modus können wir einen Charakter kreieren. Ihr seht, die meisten Felder hier sind noch grau und unbrauchbar. Das liegt natürlich an der Early Access, da kann man nicht viel machen. Dadurch, dass meine Aufnahme jetzt schon die dritte ist, dritte Testaufnahme sozusagen, um ein brauchbares Produkt vorzuweisen, mache ich das jetzt mal ganz schnell. Ich nehme den hier, weil er ein bisschen böse aussieht, ein bisschen Bart hat. Ich habe ja auch Bart, ich finde, Männer müssen Bart haben. Ich meine, wofür sonst ist ein Bartwuchs ganz gut? Genau dazu diese Frisur, weil die einfach grimmig aussieht. Ja. Das Ganze nehmen wir in so einem braunen, rötlich-braunen irgendwie so. Genau, wir nennen den ganzen Twist natürlich. Twist. So. Wir können natürlich auch einen weiblichen Charakter spielen, aber das verträgt sich mit meiner Stimme so schlecht. Deswegen nehmen wir jetzt einen männlichen. So. Okay. Ladies and gentlemen, it's been a long time coming. As the first humans to ever venture out this far into the frontier, I cannot emphasize how proud I am to have made this journey with you, all of you. I look forward to us building a new home together. Let us make Barya into a shining beacon of the human civilization. Many rivers we had to cross, but we finally found our way. Separation complete. We are going for atmospheric entry burn in 3, 2, Stand by. Mark! Object approaching. Emergency evasion. Too fast! Extensive portside damage. Get out of here! All quarters! Evacuate the ship! All quarters! Going down! So, ja, ihr habt gesehen, wir sind abgestürzt. Ist ein bisschen uncool irgendwie, aber mein Gott, passiert halt in der Weltraumreise. So, Ladebildschirme gehen zum Glück auch relativ schnell vorbei. Und gibt's ohnehin selten. Von daher, wir beginnen das Spiel und der erste Gedanke, der uns durch den Kopf geht. You're awake. The way we crashed, I thought we were both goners. Never trust machinery made on Earth. Genau, wir sind natürlich nicht allein abgestürzt, sondern hatten noch eine Passagierin, Flugbegleiterin, Crewmitglied, was auch immer dabei. Und zwar die gute Gertie Hook. Und Gertie hat es ein bisschen erwischt, die sitzt da am Gas. Aber das macht nichts. So. Sie sagt, never trust machinery made on Earth. Also, okay. So. Wir können mit dir reden. Sehr schön. Dialogfeld, where are we? I checked the locator. We should be somewhere on the southern hemisphere. Oh, probably the Galileo continent. Here's a map. Wir haben eine Karte bekommen. Wir scheinen uns zu befinden auf der südlichen Hemisphäre des Planeten, und zwar dem Planeten Maria. Wahrscheinlich der Galileo Kontinent. So, was ist passiert? Not what we were expecting, huh? Our first day on Maria, I think we hit something really hard coming down. Strange though, since our radar system should have discovered any space fragment and avoided it. I wonder if my brother is all right. Ja, genau. Irgendwas hat uns beim Runterkommen erwischt. Und das Radarsystem hat nichts registriert, so wie es aussieht. Ja. Und sie wundert und sie fragt sich, ob ihr Bruder in Ordnung ist. So. Tell me more about Maria, also über den Planeten. Pay attention
away from Earth. It has 80% Earth mass, 26% oxygen atmosphere, and 83% surface water. It's very similar to Earth. Well, before that planet became a gloomy, polluted mess. Genau, hier bekommen wir ein paar technische Daten zum Planeten. Und zwar der zweite Planet im Epsilon Indi Star System. 11,83 Lichtjahre von der Erde entfernt, 80% Erdmasse, 26% Sauerstoff in der Luft und 83% Oberflächenwasser. Surface? Ich glaube, das ist Oberfläche. Bin mir jetzt nicht sicher, aber egal. So, der Erde sehr ähnlich im Allgemeinen. Das heißt, bevor diese gloomy polluted mess, also diese komische Katastrophe, schätze ich mal, muss das heißen. Okay, wurde. So, zur alles entscheidenden Frage, bist du okay? So, hier fehlt die Sprachausgabe Early Access. Ist okay, für ein Early Access. Schön, dass es überhaupt Sprachausgabe gibt. Sie wurde irgendwie getroffen, hat was abgekriegt, als sie abgestürzt sind. Aber müsste irgendwie irgendwo ein Emergency Kit sein. Das muss hier irgendwo rumliegen. Sie kann den Kräutersaft daraus gebrauchen. Es könnte voll Dreck sein oder eingegraben sein oder sich eingegraben haben. Und dafür gibt sie mir ein Wood Shovel Script, mit dem wir das dann ausbuddeln können. Nein, den Survival Course habe ich natürlich nicht gemacht. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil sie gibt uns Instruktionen auf unseren Handheld. So, das ist so eine Art... Entschuldigt kurz. So, das ist so eine Art, hier, kleines Tutorial, wie man es so nennen mag. Interessiert uns jetzt nicht weiter. Das erzähle ich euch so oder so, früher oder später noch. Genau, hier haben wir einen kleinen Questlog. Den packen wir mal da oben rechts in die Ecke. Und wir können auch was kaufen bei ihr. Bringt uns nur im Moment nicht viel, weil wir nämlich nichts zum Tauschen haben. Kein Geld, sozusagen. So, wir könnten was verkaufen, aber das wollen wir im Moment auch nicht. So, wir haben unseren ersten Auftrag. Und unser Inventar ist schon offen, das klatsche ich mal auch kurz da oben hin. Und wir gucken uns erstmal das Interface an. So, wir hatten hier einmal, sehr interessant, unser persönliches Dingens, praktisch, ja, unser Charakter. Charakterfenster, wie auch immer. So, das Grüne ist unsere Lebensanzeige. Das Rote, Stamina, Hunger, was auch immer, wie man es nennen will. Und das Blaue ist Luft. Luft ist vorwiegend zum Schwimmen nützlich oder braucht man, ja. Sollte atmen, ist wichtiger. Genau, das will ich damit sagen. Und haben wir noch so ein kleines Feld, das sind Charakterslots für NPCs, Mitspieler, so eine Gruppe halt. Genau. Hier kann man dann später noch einstellen, wenn man was hat, ob die offensiv, defensiv, passiv, was weiß ich, sein wollen. Das zudem zeige ich euch später noch was. Genau, hier haben wir ein anderes kleines Interface. Das ist unsere Karte, die gibt es auch nochmal groß. Und hier so ein paar kleine Icons, zum Beispiel Missions, Dingens, dann Inventory, das haben wir ja schon offen gehabt. No, no, ja, nee, so. Genau. Items hatten wir schon offen. Genau. Dann haben wir hier den Replikator. Das ist so das Crafting-Fenster. Zwei hier auch noch. Creation System. Colony ist erstmal ein bisschen unwichtig. Handheld haben wir auch schon gesehen. Das ist dieses kleine Tutorial. Mhm. Und, genau. Dann gucken wir mal in unser Inventar. Wir haben hier ein paar Heil-Items. Revival Shots sind Wiederbelebungsdinger. Damit können wir entweder NPCs oder andere Spieler oder uns selber wiederbeleben, wenn es dann vernötigt sein sollte. Dann haben wir Compressed Biscuit, das sind so Rosenkekse für unsere Stamina. Und Wood Shovel Script, das verwenden wir doch gleich mal. Genau. Und dann haben wir noch ein Fenster Equipment. Da haben wir ein Messer. Messer, sehr wichtig, legen wir gleich mal auf die 1. So, und dann Wrestles. Wrestles ist ein Dingens, das braucht man vorwiegend zum Craften, zum Bilden, zum Creationen, irgendwie sowas. Genau, alles mögliche. So, genau. Wir haben zwei Spielmodi-Dingens, was auch immer. Das eine zum Beispiel, also das heißt zum Beispiel ist das hier, das typische die typische MMO-Ansicht, ein bisschen unausgereift, wenn man rechts klickt die Maus immer noch sieht. Das ist. Naja. Gut, dann zum anderen ist diese Third-Person-View. Die werde ich
wahrscheinlich durchgehend benutzen. Weil ich finde, die eignet sich einfach schön zum Spielen. Das ist auch, wenn man eine Schusswaffe aufgerüstet hat, dann geht er auch so ein Stück zur Seite, dass man da gut hingucken kann. Ist eigentlich ganz cool. So, genau. Wir find Emergency Kit. So, ich weiß zufällig, wo das liegt. Ich gehe da gleich mal hin. Sag ich das. Das ist nämlich, komisch, dass sie es nicht finden konnte, weil es eigentlich ziemlich offensichtlich ist. Das ist das hier. Das liegt da. So, und wie sie schon gesagt hat, es ist eingebuddelt. Das heißt, wir müssen es also ausgraben. Ne, müssen wir gar nicht. Okay, ich dachte, wir müssen es ausgraben. Müssen wir aber nicht. Aber da drin sind ein paar nützliche Items. Zum Beispiel noch ein paar Heil-Items. Die nehmen wir gleich mal mit. Wieso hat er die jetzt extra gestartet? Wir wollen... Hallo? Macht nichts. Wir können hier Reorder machen. Dann fügt er den zusammen. Sehr schön. Dann ein Woodbed. Woodbed nehmen wir auch mit. Sehr nützlich zum Schlafen. Kann man Nacht überspringen und so. Wie bei Minecraft, man kennt's ja. Dann Wooden Pickaxe Script. Wooden Axe Script. Und Herbal Juice Script. So. Nee. Nicht wieder zurück. Ja. So. Equipment. Eine Flashlight, eine Taschenlampe. Sehr nützlich, wenn's Nacht wird. So, da haben wir noch 1000 Meat. Can be used for trading. Man sieht schon, das ist die gängige Währung. Meat. So, dann haben wir noch Dirt Blocks, Wood Shield Handle und Wood Hilt. Wofür diese gut sind, ist mir selber noch nicht so ganz geläufig, aber egal. Das werden wir irgendwann noch Dingens. Ah ja, Gurry Hook, good work, you found the kit. There's a Herbal Juice Script in there, you can replicate and bring it to me. Ja, also wir sollen diesen Herbal Juice machen und ihr bringen. So, dafür benutzen wir erstmal das Script. Nehmen wir gleich alles Script. So, und dann öffnen wir den Replikator. Herbal Juice, da ist er. Dafür brauchen wir ein Tulip, ein Lotus und ein Shadeweed. So, das hier sind, glaube ich, diese Tulips. Und Tulip plus 3 und eine Nuss haben wir noch gefunden. Sehr schön, eine Nuss. Nüsse braucht man immer. Vor allem als Mann. Gut, dann dieses Dingens. Shadeweed, genau das, was ich gesucht habe. Und dieses hier. Na, Lotus. Und noch eine Nuss. Sehr schön. Den Lotus nehmen wir auch noch mit. Prinzipiell kann man so alles aufsammeln, was man hier so findet, weil man weiß nicht, ob man es braucht, aber ich glaube, der Platz ist nicht unbedingt begrenzt. Daher nehmen wir einfach mal alles mit. So, genau. Jetzt können wir für sie hier mal einen davon machen. So, wir können dabei auch weiterspielen. Das ist auch sehr schön. Aber das braucht eh nicht lang zum Craften. Eigentlich müsste man da nicht weiterspielen. So, jetzt reden wir mit ihr. Thank you, this will help. I could use some water to help this down as well. Can you go get me some water? Here is a pitcher. So, wir haben einen Pitcher bekommen. Pitcher ist Equipment hier. Water Pitcher. Den knallen wir mal auf die 9, weil wir den sonst eh nicht brauchen, glaube ich. Vielleicht irgendwann mal um Wasser zu sammeln. Aber viel Wasser passt da eh nicht rein. Genau, da gehen wir einfach mal runter zum Meer. Das ist glücklicherweise ein Süßwassermeer, so wie es aussieht. Warte mal, jetzt habe ich fast was vergessen. Das machen wir später, ist egal. Genau. Wir gehen mal runter zum Wasser und holen etwas davon. So, ihr seht schon, die Wegstrecken sind teilweise recht lang. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht schneide ich es raus, aber andererseits für ein letztes Test kann man es eigentlich drin lassen, damit man auch mal eine ungefähre Vorstellung bekommt, wie lang das so ist. So. Hier, plus 2 Wörter. Das reicht uns erstmal. Und dann gehen wir zurück. Wir haben auch eine Auto-Run-Funktion, das ist auch sehr praktisch. Wir kriegen später auch noch Fahrzeuge. So wie ich das mitbekommen habe. Ich habe selber noch keine gemacht. Aber ich werde mich natürlich daran setzen, bevor ich euch das dann präsentiere. Und euch zeigen. Und genau. Bis dahin laufen wir erstmal zu Fuß. Weil, wir sehen ja, sportlicher Kerl, der kann schon mal ein bisschen laufen. So, hier ist some water, girlie. Did you have anything else to do for me? Get some animal fat and I'll show you how to make a torch. Fackeln machen, sehr schön, mit Tierfett. Okay, die Kreaturen hier rundherum sehen aus, als könnten sie etwas Fett verlieren. Genau, das machen wir doch gleich mal.
Dazu gehen wir wieder runter an den Strand, da habe ich nämlich irgendwas gesehen. Man sieht auch auf der kleinen Karte, da unten sind hin und wieder so gelbe Punkte. Das sind Tiere. Zumindest keine aggressiven Tiere, glaube ich. Ich glaube, aggressive Tiere sind rot, oder nicht? Ich weiß es nicht. Nicht so schlimm. So, wir brauchen immer noch ein Piece of Wood. Das nehmen wir nämlich auch gleich mit. Dafür fällen wir mal diesen Baum hier. So, mit dem Messer dauert das natürlich seine Zeit. Allerdings brauchen wir auch Holz, um uns eine Axt zu machen. Von daher muss es erstmal mit dem Messer gehen. Und vielleicht wird man sich wundern am Anfang, wenn man es ein bisschen spielt, dass es mit verschiedenen Tools nicht schneller geht. Tut es doch. Bloß man braucht wirklich erst eine Eisenaxt, glaube ich, damit das ein Fortschritt ist. Genau, 5 Wood. Wood haben wir, sehr schön. Wood ist nützlich. So, wenn ihr ein kleines gelbes Ding auf der Karte seht, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich gucke natürlich auch, aber kann sein, dass ich es übersehe. Da ist ein kleines gelbes Ding, sehr schön. Dieses soll uns Fett liefern. So, ihr seht, es ist, sieht sehr futuristisch aus. Ja, komm. So. Es macht zum Glück nicht besonders viel Schaden, aber hat auch kein Fett. Sehr schön. Ein bisschen Miet. Na gut, dann suchen wir mal ein anderes Tier. Das ist ja schlimmer, guckt euch mal die Aussicht an. Das sieht halt wirklich sehr, sehr schön aus. Wirklich schön gemacht, das Spiel. Muss man sagen. Auch die Musik, die Spielmusik. Sehr schön. Ich merke gerade, die ist ein bisschen laut. Die werde ich dann im Video ein bisschen runterdrehen müssen. Aber bis jetzt nicht schlimm. Genau. Was ist das denn? Kann man das sagen? Ach, nur das. Na gut. Wir gehen weiter und sammeln nochmal Tulips, Shadeweed. Wir sammeln erstmal so einen, dass wir ein bisschen was machen können daraus. Immer noch kein gelbes Dingens. Dieses hier wollen wir auch. Na, ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner W-Taste. genau. Okay, so. Ich habe tatsächlich ein kleines Problem mit meiner W-Taste. Das Problem ist, ich habe eine neue Hardware. Dafür musste ich jetzt eine andere Tastatur hernehmen. Also nicht die, ich habe vorher auf einem Laptop gezockt, der hatte natürlich seine eigene Tastatur. Jetzt habe ich eine Tastatur, die normalerweise per Funk an meinem Medien-PC am Fernseher hing. Und dieses funktioniert nicht richtig. Was heißt, das funktioniert schon richtig, bloß die W-Taste klemmt irgendwie. Ja. Das ist natürlich beim Spielen vor allem ziemlich unpraktisch, würde ich mal meinen. Aber jetzt nicht so wild, als dass ich nicht aufnehmen könnte. Genau. Wir rennen mal weiter hier lang. Irgendwo muss doch noch ein Tier sein, das kann man nicht sein. Später kommen die in ganzen Horden. Auch ziemlich große Tiere. Ihr werdet vielleicht feststellen, dass die Tiere teilweise ein bisschen an Dinos erinnern. Das ist natürlich cool einerseits. Andererseits sind Dinos groß und gefährlich. Ja, aber gut. No risk, no fun. Ah, genau, da ist eins. Das nehmen wir uns doch gleich mal vor. Da hinten sind übrigens ein paar aggressive Tiere, die töten auch andere Tiere. Na. Bleibst du da? Wir bleiben. So. Dann Ende. Oh, das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut. Ich glaube, die kriege ich nämlich mit dem Messer nicht klein. So, Early Access, ihr seht das Problem. Ja, das ist mein Ende. Aber das macht nichts. Wir haben ja Revival Shots. Da nehmen wir doch gleich mal einen. Zum Glück haben wir die. Ohne die wäre das Spiel jetzt schon vorbei. So, ja, Animal Fat, sehr schön. Genau das haben wir gesucht. Da ist noch so ein aggressives Tier, das werden wir mal weiträumig umgehen. Weil, ihr habt gesehen, was sie mit uns machen. Bis wir keine bessere Ausrüstung haben, würde ich sagen, spare ich mir mal. Genau, was mich gleich mal zu der Dingens veranlasst, da unten ein paar Heil-Items und Zeug reinzuziehen. Ja, Stamina und genau, Nuts. Fury,
Lassen wir mal gleich. Genau, ihr seht, die haben alle so, ja, Dingens halt, Abklingzeiten. Macht aber nichts. So, nehmen wir gleich nochmal so Keks. Der macht uns gleich wieder voll. Dann nehmen wir so eine Bandage auch noch. So, hallo Gertie. I finished what you told me. So, ah ja, how to make a torch. So, das heißt, wir haben ein Torch-Script bekommen. Sehr schön, kann man brauchen. So, well, did that help? Da geht's immer noch um den Trank. Und sie sagt, I'm still not feeling too well, unless there's a doctor around, I don't know how long I will last. Okay, das heißt, wir brauchen einen Arzt. Stay here and I go look around. I'll find someone to help. I saw a boat land a bit north of here. Someone has to be there. Okay, sie hat... before you go, let me give you these sword and shield scripts. Please be careful out there. Sehr schön, wir haben... zwei neue Skripts für Schwert und Schild. Das ist gut. Aber um das zu machen, brauchen wir Holz. Deswegen fäll ich jetzt einfach mal noch ein paar Bäume. Und quatsch da Weile blöd daher. So, ein Baum. Ein Baum kaputt. Genau. Waffen und Ausrüstungsgegenstände haben Haltbarkeit. Muss man sagen. Eigentlich alles bis auf dieses Messer, soweit ich weiß. Dieses Messer funktioniert durchgehend. Warte mal, was mir gerade einfällt. Wir haben doch hier Wood Axe. Die machen wir mal kurz. Mit dieser Wood Axe sollte es uns nämlich schon leichter fallen, Bäume zu fällen. So, die ziehen wir auf die 2. So, Wood Axe. Tada! Ich weiß nicht, ob es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, wenn dann nicht viel, aber wir bekommen dadurch mehr Holz aus dem Baum. Und das ist schon mal sehr gut. So, 5 Watt. Naja gut, so viel mehr war es jetzt auch nicht, aber nicht so wild. Es geht auf jeden Fall ein bisschen schneller, glaube ich. Das funktioniert dann so. Das nehmen wir so. Baum kaputt. Nächster Baum. Was mir ein bisschen abgeht, sind die Baum-Saplings im Moment noch. Ihr habt vielleicht schon in meinem Inventar gesehen, wir haben so einen Shadeweed-Sapling. Den können wir setzen, um Shadeweed zu züchten. Wo wir gerade dabei sind. Nehmen wir nochmal mit. Genau. Den können wir benutzen, um Shadeweed zu züchten. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, eine Hacke. Und die Hacke habe ich bis jetzt noch nicht gefunden im Spiel. Vielleicht geht, kann auch sein, dass wir das bloß im Building System machen können. Aber ist jetzt alles nicht so egal. So, 10 Wood Plant Fiber. Sehr schön. Dann machen wir doch jetzt mal erstmal das Schwert. Ich glaube, das ist wichtiger. So. Und ein Schild. Machen wir auch noch. Egal. So. Mit diesem Schwert und diesem Schild. Das tausche ich mal gleich durch das Messer aus, weil wir das... So, das weg, das da rein. Und das Problem ist, dass sich das Schild, sobald wir irgendwas Zweihändiges ausrüsten, wieder verabschiedet. So, ich glaube, das Schild benutzt davon alleine. Ich habe nämlich noch keine Möglichkeit. Ah ja, mit der Axt geht's auch sehr schön. Oh, nee, das wollte ich euch. So. Wir rüsten mal das Schwert auf. Und dann gehen wir nach Norden. Denn im Norden, man sieht es auch, warte mal, hier. Genau, hier. Tada. Da müssen wir hin. Und ihr seht jetzt vom Schiff bis zu diesem Punkt, ja, ist auf der Karte kein großes Stück, ja. Aber wir gehen doch ein ganzes Stück zu Fuß, muss man sagen. So, da lang. Nur glatt über den Dings da klettern. Den Erdhügel. Es ist wirklich ein gutes Stück, muss man sagen. Bis da hoch. Man sieht auch niedrige Schwerkraft auf dem Planeten. Wir können ziemlich hoch springen. Das ist schön. Weil man kann es halt sagen, niedrige Schwerkraft, ja, aber wir sind ja nicht auf der Erde. Das ist sehr schön. Ah, da ist noch ein Tier. Das werden wir gleich mal noch zu unseren Ressourcen hinzufügen. Weil können wir nämlich alles gebrauchen, was der so
Ah, nicht wegrennen. Hier bleiben. Na komm. So. Hier bleiben, habe ich gesagt. Dass diese Viecher sich immer drücken müssen. Hier. Ah, Lizard Whips. Das ist sehr schön. Weil das ist nämlich relativ selten, das Zeug. Muss ich sagen. Also zumindest habe ich bis jetzt noch nicht viel davon gefunden. Das ist nämlich zum Essen machen. Das kann man essen. Das Meat, so seltsam es klingt, Lizard Ribs kann man essen, das Meat nicht. Das Meat ist tatsächlich ausschließlich zum Tauschen da, zumindest bis jetzt. Vielleicht kann man auch noch was mit craften. Die Lizard Ribs muss man, glaube ich, auch erst verarbeiten. Muss man kochen oder braten oder was auch immer, bevor man die futtern kann. Aber da kannst du zum Beispiel auch Wurst draus machen, glaube ich. So Smoked Sausage oder so. Weiß nicht. Egal. So, wir rennen. Und da sehen wir schon das abgestürzte Raumschiff. Sagen, für so eine kleine Strecke ist das schon ein ordentliches Stück. Genau, die sind, ich glaube, die sind nicht ganz so bruch gelandet wie wir. Aber die haben sich schon ein bisschen eingerichtet. Hier so Zelt und so, ja. Und hier Alan Carter. Oh, it's good to see you alive. What in the five hells happened? I heard a loud bang and down we went. Luckily for me, I was seated right next to a lifeboat. Mhm. Genau, der. Ja, genau, die kamen besser runter. Aber er wundert sich auch, was passiert. So. So. Genau. Who are you? What the? Did the shock regress your mind? Next time you forget your favorite doctor's name, I'm gonna smack you on the head. It's me, Alan Carter. So, er sagt, er ist Arzt und was uns einfällt, seinen Namen zu vergessen. Yeah. Das ist gut, dass er Arzt ist. So, how many of you came down on this boat? Jen and Sly came down here with me. They're out looking for all the survivors, though. She'll be back here shortly. Okay, Chen und Sly, also zwei weitere, sind ausgezogen, um andere Überlebende zu finden. Should be back shortly, also sollten gleich zurück sein. So, Gertie is about south of here and she's really hurt. What? Little hook? Damn. Hold on, let me get my things and then we can go. Guard me against the animals on the way though, I'm only a doctor. Okay, er ist ein Arzt, wir müssen ihn beschützen, aber er kommt mit. Alright, let's go. Dann starten wir das. Genau, an dieser Stelle würde ich mal sagen, wir benutzen gleich mal Schnellreisefunktion. Kostet 8 Miet. Genau, dafür ist es auch noch gut. Aber 8 Miet ist nicht viel. Teleporting will make you lose all of your current follow missions. No. Dann lassen wir das. Ich hätte gedacht, das geht. Aber der Arzt kommt mit. Das ist schade. Macht aber nichts. Wir können mal. Können wir das hier markieren? Nein. Na gut. Aber wir wissen ja, was ist. Ist nicht so schlimm. Das heißt, wir rennen einfach mal zurück. Mhm. Ich sagen, dieses Gras sieht etwas seltsam aus. Macht aber nichts. Weil allgemein sieht die Welt einfach schön aus. Ja. So, ihr seht doch, das Wetter hat sich geändert. Wir haben jetzt strahlenden Sonnenschein. So, wir sollen ihn ja gegen die Tiere verteidigen. Das nehmen wir auch gleich mal in Angriff. Bleib hier. So. Verteidigt erfolgreich. Animal Fat mal 2, das ist sehr schön. Das können wir nämlich später noch gebrauchen, um Munition zu machen. Also, mehr oder weniger. Mit diesem Animal Fat können wir nämlich Charcoal machen, also Holzkohle. So, jetzt komm her. Jetzt kill ich dich. Ha! Das hast du dir so gedacht, ja. Genau, und mit diesem Animal Fat können wir Holzkohle machen. Mit der Holzkohle können wir Gunpowder machen. Mit Gunpowder können wir Munition machen. Sowie Granaten und ein bisschen anderes Zeug auch noch. Das, von daher, immer schön sammeln. Genau, sammeln. Ihr kennt's ja, es ist ein Sandkastenspiel, mehr oder weniger, auch wenn es einen Story-Mode hat. Man muss halt viel sammeln, viel bauen. Und das ist doch so eigentlich ganz schön an dem Spiel. Ich muss sagen, das Spiel macht Spaß, macht wirklich Spaß. Genau, hier sind wir wieder an der Abstandsstelle. Und Guide Carter to Ellie.
Gertie, kann ich auch ehrlich. Du siehst wie scheiße aus, alles klar. So, aber sie freut sich, ihn zu sehen. We'll need to move you to another camp, though, since most of my supplies are there. Plus, it looks dangerous here. You think it can move? So, kann sie gehen? I think so. Und sie deckt sich an der. So, und wir müssen die beiden natürlich wieder beschützen. Das machen wir auch sogleich. You wish my command. But what's in it for me? Genau, wir fragen natürlich nach einer Belohnung. Okay, er gibt uns 3 Medipacks dafür. Das machen wir. Das ist in Ordnung. Genau, und wieder zurück. Ja, wie gesagt, am Anfang viel zu Fuß laufen. Ist so ein Dingens. Schnellreisefunktion macht es dann einfacher, wenn man nicht gerade 2 Questleute hinter sich herlatschen hat. Können wir übrigens mal gucken. Genau, er nimmt sie sogar hochgepackt. Wenn man dann seine Gruppe zusammen hat, die kommen auch per Schnellreise mit, da braucht man sich also keine Sorgen machen. Das funktioniert so. So, ich glaube, das eben war ein kritischer Treffer. Sah zumindest ungefähr so aus. Animal Fat und Meat. Meat ist gut. Hey, ihr da. Kommt so. Wieso gehen die jetzt auf den zu? Nein, hier bleiben. Verdammt nochmal, ein blödes Mistvieh. Hallo. Nicht da hinterher. Ach Gottchen, bleib hier. Gleich habe ich dich. Warte. Ah. Ja, warte. Du wirst meinen Zorn zu spüren bekommen. Hallöchen. Ich bin hier schon fast tot. Wieso rennt der jetzt? Oh Mann, ey. Nee, ich bin jetzt zu faul, dem hinterher zu rennen. Beziehungsweise zeitlos, mehr oder weniger. Okay. Entschuldigt mein blödes Gekicher. Das. Egal. Wir ziehen weiter. Alan's Camp. Deswegen Ellie. Oder? Ich weiß es nicht. Egal. So. Und dieses Let's Test beende ich an dieser Stelle. Die gute Girl liegt hier schon drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin, ciao.